Ich grüße euch mal zu einem etwas anderen Video, obwohl das sage ich eigentlich relativ oft. Ich begrüße euch zu einem anderen Video, fällt mir gerade auf. Heute wollen wir uns mal ein Buch anschauen und zwar bekommt man das relativ günstig. Ich habe gerade mal bei Amazon geguckt, kostet so 17 Euro. Ich habe euch das unten auch entsprechend verlinkt. Das ist wie immer ein Reflink, das heißt, wenn ihr den Link anklickt, darüber das Buch dann kauft, dann kriege ich noch etwas Guthaben gut geschrieben, kostet für euch aber nicht mehr. Aber ich bin überrascht, dass das Buch so günstig ist, weil das ist echt dick. Schaut euch das mal an, ich habe meine Hand daneben. Ich habe leider keine Banane oder sowas, damit ihr die Ausmaße des Buches sehen könnt. Ist qualitativ sehr hochwertig aufgemacht und ich will mit euch einfach mal so durchgehen, was euch bei dem Buch erwartet. Eins muss man vorweg sagen, das ganze Buch ist auf Englisch. Das heißt, ihr müsst natürlich so ein bisschen Englisch verstehen. Es ist jetzt nicht allzu kompliziert geschrieben. Also ich denke mal, mit Basic-Englischkenntnissen dürfte das eigentlich ganz gut machbar sein. Es kommt aber eigentlich auch mehr so auf die Bilder drauf an. So, und zwar kommt das Spiel sehr schön in einen großen Schuber. Den packen wir einmal weg. Das ist so ein schöner Schutzschuber. Und dann sehen wir das Spiel, finde ich herrlich. Man sieht zwar nicht so, aber das ist auch so hier imprägniert, dass das so ein bisschen, dass man die Rillen fühlt und so weiter. Auch hier die Schrauben und so weiter. Da sieht natürlich aus wie ein, wie eine USA-Variante der Super Nintendo Cartridges, der Module. Wie gesagt, ist auf Englisch, dürfte eigentlich auch aus Amerika kommen. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, aber ich schätze mal, dadurch, dass das die Optik so aufgemacht ist, dürfte es aus Amerika kommen. Aber schauen wir einfach mal rein. Auf so ein, zwei kleine Sachen werde ich auch etwas genauer eingehen, aber das meiste werden wir überschlagen, weil ihr werdet es selber sehen, das ist einiges an Seiten bei. Grundsätzlich, ich mache es einfach mal auf. So, ich muss das mit der Kamera gucken. Ich teste nämlich ein neues Setup. Ich denke mal aber, das Ergebnis müsste ganz gut sein. Hier sehen wir natürlich auch die amerikanische Variante der Super Nintendo. Hier haben wir natürlich ein kleines Vorwort. Das zeigt im Prinzip so ein paar Grundsätzliches zum Super Nintendo, denn ein paar wichtige Spiele werden im Detail aufgeführt, bis hin zum etwas, quasi die Fan-Ecke, wo ein bisschen Cosplay und so weiter vorgestellt wird, auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal das schöne Inhaltsverzeichnis. Wie man sieht, es wird sehr viel Wert auf große Bilder gelegt, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und hier kommen wir auch zu der Vorgeschichte des Super Nintendos. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass man hier auf jeden Fall, haben sie aufgeführt, so die ersten Prototypen, was natürlich auch mal ganz interessant ist. Und zwar haben sie anscheinend zuerst mit einem anderen Modul-Auswurfmechanismus gearbeitet oder herumexperimentiert. Das NES hatte ja diese tolle Schublade, wo man es so runterdrücken musste. Hier sieht man dann ein paar Prototypen, wobei das sieht auch echt interessant aus. Das sieht wirklich so wie ein NES 1,5 aus, finde ich. Hier natürlich die verschiedenen Varianten. Hier sieht man schon, dass sich das Stil so ungefähr findet. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt bezogen auf das amerikanische Super Nintendo. Wir haben ja dasselbe, zumindest von der Optik her, wie die Japaner bekommen. Das sieht natürlich dann etwas anders aus. Nicht ganz so blockig. Da scheint der amerikanische Markt hier etwas, ich sag mal, eigen zu sein. So, dann sieht man hier noch ein bisschen der Grafikvergleich natürlich, wie viel mehr Power das hat, ne? Okay, gut, der Vergleich ist natürlich jetzt unfair. Also das ist das Arcade Donkey Kong mit Donkey Kong Country. Hier natürlich die Zeldas, Metroid. Da sehen wir natürlich schon diesen Sprung, wie viel mehr Leistung das alles geboten hat, ne? Also wie gesagt, wie man sieht, das hat, ich gucke mal kurz, wie viele Seiten das hat, aber es sind jetzt einige. Ja, über 300 Seiten. Deswegen gehe ich nur kurz auf alles ein. Hier sieht man sehr schön, finde ich, hier die ganzen Leistungen der ganzen Systeme bis hin zur Switch. Das heißt, wie man sieht, ist das Buch sogar einigermaßen aktuell und wie gesagt, 17 Euro. Das ist echt nicht viel. Okay, es ist auf Englisch, aber auch wenn man das in der Hand hat, also da gibt es ja teilweise Taschenbücher, die genauso viel kosten. Ne? Und das ist einfach mal so ein schönes Buch zum Durchblättern. Hier hat man halt nochmal hier Cartridges, wie viel die quasi aufnehmen konnten. Ja, CPU-Speed und sowas. Alles sehr schön mal so als Vergleich, als Nintendo-History aufgeführt. Hier kommen wir dann zu den Accessories, das heißt andere Kontrollmöglichkeiten. Ganz berühmt ist natürlich die
Super Nintendo Maus. Ich weiß noch, wie groß der Hype damals drum war. Das war schon echt faszinierend auf jeden Fall. Ich hatte die damals leider gar nicht, wollte ich eigentlich immer haben, wobei ich den Hype nicht ganz so verstanden habe, weil ich ja zu der Zeit ja schon ein bisschen mehr Richtung PC unterwegs war und da war eine Maus halt ganz, ganz normal. Ne? Hier sieht man das Super Scope, da war ich immer super neidisch. Ich hatte auch auf dem NES damals hatte ich den Zappa nicht und der Super Scope den schon mal gar nicht. Ich weiß auch gar nicht warum, ich kannte auch irgendwie keinen, der das hatte und ich habe noch nie so ein Lightgun-Spiel gespielt und heutzutage ist es natürlich mit den modernen Bildschirmen nicht ganz so einfach. Da braucht man ja schon wirklich Röhrenbildschirme und deswegen ist das jetzt heute nachzuholen nicht so toll. Vor allem hier sieht man auch den Batteriehunger. Ne? Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 normale AA müssten das Batterien sein. Genau, dann natürlich der berühmte Super Game Boy, das Satellaview, das ist ja quasi die Online-Verbindung des Super Nintendos. Das kam ja erst, oder es kam nur in Japan für eine begrenzte Zeit raus. Ja, der Super NES CD, ja, das war natürlich der größte Fehler, den Nintendo damals gemacht hat und ist dann ja in die Gründung der PlayStation gekommen. Und hier haben wir die bestverkauften Spiele. Ich schätze mal, es wird weltweit sein, es wird nicht nur Amerika-mäßig sein. Obwohl vielleicht schon, weil wenn ich hier Final Fantasy sehe, aber ja, schauen wir mal. Jedenfalls Super Mario World, klar, Super Mario All-Stars, finde ich eine leichte Überraschung, ehrlich gesagt, weil ich habe hier den Zelda eher so auf Platz 2 gesehen, keine Ahnung. Donkey Kong Country, super Riesenerfolg, Super Mario Kart natürlich auch, Street Fighter 2, Donkey Kong 2 und dann erst Zelda. Und das wundert mich, weil Zelda war eigentlich zumindest für mich so der große Boah-Titel und so weiter, dass das so weit unten ist, das habe ich nicht erwartet. Dann natürlich hier Mario World 2, Street Fighter 2 Turbo, Donkey Kong Country 3. Dann erst kommen wir zu den Rollenspielen, wo man ja aus der heutigen Perspektive sagt, dass das ja so ein riesen Rollenspielsystem war. Final Fantasy Killer Instinct, das muss ich mir auch noch unbedingt besorgen. Dragon Quest, das ist glaube ich aber auch nur Japan exklusiv, glaube ich. Ne? Star Fox, klar, bei uns Gott, ich verwechsel die immer. Weil ich immer so viele englische Kanäle gucke, sage ich immer Star Fox dazu. Aber ich glaube, es ist Starwing, wenn ich mich nicht komplett irre. F-Zero hat ja am Anfang sehr stark die Mode 7-Effekt gezeigt. Die Dragon Quest-Dings. Mario RPG, bei uns leider nie erschienen, deswegen verstehe ich das nicht. Aber ich schätze mal, dann wird das der amerikanische Markt sein. Denn, das finde ich echt komisch. Und Chrono Trigger auch bei uns nie erschienen. Wo ist hier ein Secret of Mana? Also anscheinend ist die Wahrnehmung, was spitze Spiele sind, zeigen sie nicht unbedingt in den Verkaufszahlen weiter. Genau, hier ein bisschen Historie Nintendo. Da überspringe ich mal Game & Watch, Game Boy. Ja, ich denke mal, das ist jetzt nicht großartig, was jetzt groß wundern sollte. Und jetzt sind wir schon bei den Spielen. Und ich liebe diesen bunten Seiten mit dieser tollen Aufmachung. Finde ich klasse. Kommen wir zu Super Mario World. Und diese Überschrift, die finde ich, die ist sowas von richtig, weil es fühlt sich halt einfach wie ein Super Mario Bros. 3,5 an, weil einfach im Prinzip das einfach logisch weiterentwickelt wurde. Ne? Hier sieht man alte Ausschnitte. Hier wird also wirklich auf jedes Spiel nochmal so ein bisschen genauer eingegangen, auch von der Entwicklung her, was für Power-Ups es gibt. Hier alles nochmal genauer aufgeführt. Dann haben wir hier, ist das ein Werbespot oder? Auf jeden Fall ist ja mit den Dinosaurier, das war natürlich der große Hype und ich weiß auch ganz genau, wie ich damals, oh Yoshi, ein Dinosaurier, neuer Begleiter, spitze. Diese Grafik finde ich hier auch schön, also die haben jetzt dann noch ausgewählt, ein paar verschiedene Level hier. Quasi ja als Mega-Screenshot gezeigt. Finde ich herrlich, um mal auch die verschiedenen Farbtöne zu sehen und so weiter. Und auch hier diese ganzen alten Zeichnungen, die ja überall in den Club Nintendo Magazinen sowas zu finden war, die haben aus der Zeit, finde ich, so alle so einen ganz schönen Stil. Oder vielleicht werden die sogar aus dem Handbuch geklaut worden sein. Das weiß ich natürlich nicht so genau. Aber das finde ich natürlich immer herrlich. Und ja auch diese schönen Level, wie gesagt, die blätter ich jetzt einfach mal etwas durch.
So, also ihr seht, es wird sich auf ein paar Spiele konzentriert, aber die werden dafür entsprechend richtig gemacht. Hier werden natürlich hier noch ein paar Strategien und Speedrunner und so weiter, ein paar Glitches und so weiter werden hier aufgeführt. Also auch wirklich tiefergehendes Wissen und nicht nur kurz angesprochen. Ja, die Legacy, was daraus geworden ist. Super Mario All-Stars weiß ich noch ganz genau. Das fand ich damals richtig, richtig klasse. Weil auf dem NES hatten wir damals nur den ersten und den zweiten Teil. Den dritten Teil habe ich immer beim Kumpel gesehen. Und das einfach mit dieser HD-Grafik. Also ich sage mal spaßesweise, das ist das erste HD-Remake, an dem ich mich erinnern kann. Herrlich. Und dann natürlich die verschiedenen 2D-Teile. Und bis zuletzt natürlich Super Mario Odyssey. Wie gesagt, das Buch ist relativ aktuell. F-Zero, da weiß ich noch, dass ein großer, großer Hype war. Also da sieht man auch, das ist ein amerikanisches Buch. Hier bei den Release-Daten fehlen natürlich die europäischen und so weiter. Und die Comics kann ich mich noch super dran erinnern. Das war ja eines dieser frühen Titel, die den Mode 7-Effekt dann quasi gezeigt hat. Also dass diese Sprites entsprechend skalieren und man dann hat dadurch auch Geschwindigkeit darstellt. Konnte. Gemeistert hat das natürlich Super Mario Kart, aber dazu kommen wir noch. Hier die einzelnen Fahrer werden aufgeführt und so weiter. Ich habe das Spiel damals nicht gehabt. Ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt warum, aber ich war sowieso ja nie so der Rennspiel-Fan. Vielleicht lag das einfach daran. Hier sieht man auch hier quasi analog zu den Levels von Super Mario, sieht man die entsprechenden Strecken. Aber wie gesagt, ich habe da keine tiefergehenden Erinnerungen. Deswegen kann ich hier leider nicht viel zu sagen. Aber hier sieht man natürlich auch schön, wie viel komplexer die Strecken werden. Ne? Und auch natürlich hier die kleinen Comics. Damals ging, glaube ich, muss man zu jedem Mist entsprechende Comics machen und so weiter. Herrlich auf jeden Fall. So, hier, auch hier gibt es quasi die Tipps- und Tricks-Ecke, finde ich sehr sympathisch. Sollte ich mir vielleicht mal genauer angucken. Dann natürlich die verschiedenen F-Zero-Teile, Nintendo 64, GameCube und so weiter. Es wäre eigentlich mal Zeit für ein neues F-Zero für die Switch, ne? Würde ich sagen. Und hier, eines meiner Lieblingsspiele für das Super Nintendo. Ach, hier haben wir plötzlich auch ein EU-Release-Date. Wollen die etwa behaupten, dass F-Zero nicht bei uns erschienen ist? Aber auch hier, das meine ich, diese Zeichnung und so weiter. An das Bild, an das kann ich mich nur so richtig gut erinnern. Ich glaube, gab es das vielleicht als Poster oder ich habe mir das irgendwie ausgeschnitten und irgendwo hingeklebt. Irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall hat mir das Spiel irgendwie... Haben mir den Kopf weggeblasen, wie geil und wie viel mehr das einfach war. Für mich hat dieses Spiel die Power vom 16-Bit gezeigt. Das war das erste Spiel, wo ich wirklich davor saß und okay, das war auch mal eins meiner ersten Spiele, die ich für das System hatte, abgesehen davon. Aber da habe ich gesagt, so, boah, Mensch. So, dann haben wir hier natürlich hier die verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben. Und das meine ich hier, so ein ganze Seite mit diesem Bild. Und das ist halt einfach was anderes. Auch wenn man sich das so anguckt, das sieht man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so genau. Aber die Seiten, die sind auch schon entsprechend dick. Das ist jetzt nicht irgendwie billiges Papier irgendwie. Das fühlt sich richtig wertig an. Und deswegen bin ich jetzt auch über den Preis so überrascht. Ne? Hier haben wir natürlich die beiden Welten, hell und dunkel. So, verschiedenen Comics, Stories und so weiter. Ich glaube, an das kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch so gab. Auch das weiß ich auch, wie man sich das Master-Schwert dann abgeholt hat, wo man dann durch den Wald auf diese Lichtung gegangen ist. Herrlich. Ich hoffe, das spiegelt leider nicht so sehr mit der Kamera, mit den Lichtern, die ich hier aufgebaut habe. In echt sieht das natürlich nicht so aus, aber die Kamera natürlich jetzt auch nicht so die beste Position, aber irgendwie muss man es ja filmen, aber na, ich arbeite noch dran, aber ich denke mal, man kann es einigermaßen sehen. Genau, hier hat man zum Beispiel noch nicht benutzte Elemente, das habe ich auch schon mal gesehen. Dieser Gegner hier mit so einer komischen Stachelkanone, der wurde hier nie benutzt. Genau, auch hier haben wir dann wieder die Tipps und Tricks und Speedrun
Geheimnisse und, ah ja, ihr wisst es ja, ich habe ein besonderes Faible für das Spiel. Gab natürlich nur verschiedene andere Versionen. Auf das hier bin ich immer sehr, sehr neidisch gewesen, auf diese BS-Zelda, von diesem Satellaview, das für dieses Satelliten-Add-on, was vorne ist, ja erschienen ist, was man sich eine Zeit lang runterladen konnte. Es war so eine Art Remake oder auch HD-Remaster des ersten Zelda-Teils. Das finde ich eigentlich schade, dass es nur da erschienen ist und nicht wieder irgendwo anders. Ich glaube, heutzutage könnte man sich vielleicht auch sogar eine ROM da runterladen. Aber ist halt schade. Das Spiel ist auch sehr, sehr schön. Das finde ich so als Nachfolger von A Link to the Past, quasi Nachfolger, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Super Mario Kart, ja, da habe ich sehr gute Erinnerungen. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich bin kein großer Super Mario Kart Fan, aber das erste, das hat mich auch damals groß begeistert, weil ich das mal mit meinem Bruder gespielt habe. Also für mich ist Super Mario Kart immer eher Multiplayer-Spaß, als jetzt alleine da die Grand Prix zu fahren. Auch natürlich die verschiedenen Charaktere. Mein Favorit war immer Toad oder Koopa Troopa, weil die vom Handling immer her etwas besser waren. Und weiß nicht, hat mir irgendwie besser gefallen. Dann natürlich so die Grundauswahl der Grunditems. Ohne den blauen Panzer und so weiter. Und hier natürlich auch wieder die Streckenübersichten. Am schädigsten und schönsten fand ich eigentlich immer die hier. Ich war nie Fan von den Geisterhäusern, wo man natürlich schnell runtergefallen ist. Und sowieso Bowser's Castle, wo man halt immer in diese Wände reingefallen ist. Wo ich das sehe, diese Inselkurse, die fand ich ja eigentlich immer schön. Weil die haben auch so eine schön chillige Musik und so weiter. Ne? Herrlich. Denn die Rainbow Road muss man natürlich erst freischalten. Da weiß ich auch noch, dass sie da ziemlich geflasht war, als ich und mein Bruder das dann plötzlich geschafft haben. War sehr, sehr schön auch. Und hier wieder diese... dieses Buch ist einfach Nostalgie pur. Und ihr seht schon, ihr braucht gar nicht unbedingt Englisch können. Klar, man kann das hier alles schön lesen und so weiter. Aber eigentlich reicht es, das Blättern für diese Bilder und die Erinnerung wirken lassen, sage ich mal. Ne? Natürlich hier die Battle Mode Felder. Auch da fand ich eigentlich das hier am schönsten. Da haben wir uns wirklich stundenlang gegenseitig gekloppt. Sehr schön. Genau. Und natürlich die verschiedenen Charaktere dann. Da war aber auch für jeden Geschmack etwas dabei. Es gab einen Virtual Boy Mario Kart. Okay, ein deutsches Magazin, titled Big N. Aha. Okay. Es war zumindest ein deutsches Magazin, Big N, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, hat wohl irgendwann mal behauptet, dass ein Virtual Boy Mario Kart in Entwicklung war. Okay, das wusste ich jetzt persönlich nicht, aber ne, für solche Fun Facts, nenne ich es mal, ist das Buch natürlich immer sehr gut. Hier natürlich auch die verschiedenen Weltrekorde. Das finde ich schön, dass es auch nicht nur das Spiel betrachtet, sondern auch quasi die Community dahinter und was draus jetzt heutzutage noch gemacht wird. Natürlich verschiedene Mario Karts. Es gab, glaube ich, für jedes System gab es im Prinzip Mario Kart. Star Fox bzw. Starwing war ich persönlich nie ein Fan von. Ich habe das damals nicht gespielt. Ich gehörte zu der Riege. Ich habe das damals mit diesem frühen 3D. Ich fand das immer hässlich. Ich fand es immer hässlich. Oh Gott, die Puppen sehen aber auch grausam aus. Also ich fand es schon damals hässlich. Ich habe immer gedacht, wieso, oh, warum wird das so als großer Schritt dieses 3D irgendwie hervorgetan? Für mich war das immer hässlich. Ich weiß nicht, ich war da echt nie Fan von. Deswegen kann ich euch auch nie groß was sagen hier zu den einzelnen Strecken und so weiter. Ich habe zwar schon einen Test dazu gemacht und gespielt, aber es ist natürlich heute mit irgendwie gefühlt 5 Frames pro Sekunde, weil selbst durch diesen Super FX-Chip, das war natürlich eine Besonderheit, dass man durch diesen FX-Chip das System quasi verbessern konnte, dass man das spielen konnte, aber es läuft trotzdem nicht gut. Ne? Also, aber ein schönes Comic haben sie. Und die Hintergrundgeschichte ist ja, dass das Entwicklerstudio, mir fällt gerade der Name nicht ein, die hatten wohl so einen Prototypen und haben das Nintendo gepitcht. Die haben gesagt, jo, passt, aber hat noch keinen Nintendo-Charme. Und deswegen haben sie die ganzen Tierfiguren dann eingebaut. Ja, Star Fox 2 oder Starwing 2 ist ja bei uns leider nie erschienen. So. Aber man merkt schon, dass das Nintendo sich immer ganz gerne so vorhandene Konzepte nimmt und dann den Nintendo-Charme hinzufügt und dann wird es besser. Genau, das ist ja leider nie erschienen auf dem Super NES Classic denn irgendwann. Auch da wurde eigentlich die Systeme ganz gut versorgt. Das Wii U-Dings soll ja nicht so geil sein, ehrlich gesagt. Ne? Mal gucken, ob es auf der Switch noch irgendwann mal was kommt.
Schauen wir auf jeden Fall mal. So, also Star Fox 2 soll ja auf jeden Fall wesentlich komplexer sein. Auch da, ich habe ja das Super Nintendo Mini, habe ich persönlich nicht, weil für mich persönlich lohnt sich es nicht so wirklich, weil die meisten oder die Spiele, die mich interessieren, die habe ich schon in meiner Sammlung. Warum soll ich denn für so einen kleinen Kasten noch was bestellen? Und wenn es mich interessiert, kann ich Star Fox oder Star Wing, entschuldige dich, ich wechsle da jetzt immer zwischen den Begriffen, kann ich mir das immer noch runterladen als ROM. Also, ja, aber wie gesagt, die gefühlten 5 Frames per Second kann ich zu nichts sagen. Da kann ich zu den Spielkarrieren so überhaupt nichts sagen. Also damals ist das leider bei Super Metroid bei mir komplett vorbeigegangen. Und ich habe es mir noch nicht gekauft, weil ich immer so ein bisschen auf die Big Box geschielt habe. Und da lohnt es sich nicht quasi, sich erst das Modul zu kaufen und irgendwann dann halt die Big Box. Aber so mittlerweile habe ich so den Gedanken, glaube ich, etwas aufgegeben, weil die Preise, die da einfach verlangt werden, wenn man einigermaßen vernünftige Qualität haben will, das ist einfach nicht mehr normal, irgendwie so 180, 200 Tacken irgendwie, also wenn man jetzt nicht auf Schnäppchensuche geht, man kann natürlich Glück haben und so weiter, aber naja, wie es halt so ist. Deswegen kann ich euch zu dem Spiel auch nicht viel sagen, große Karten natürlich wie immer, schöne Artworks, so solche Seiten finde ich, also obwohl hier die Bilder, die sagen mir alle was, also ich war ja fleißiger Club Nintendo Leser, bin ich immer zum Spielzeugladen gedackelt und ich glaube, man konnte sich die glaube auch zuschicken lassen, ne? Aber ich bin immer zum Spielzeugladen gedackelt und habe mir dann da meine Ausgabe geholt, ja, diese Artworks, ich weiß nicht, die habe ich so lange angestarrt, also ich weiß, dass das Spiel gut ist, ich werde es auch auf jeden Fall mal nachholen. Auch hier wieder ein paar Tipps und Tricks quasi. Ach, hier haben wir eine schöne Legacy, was dahinter gekommen ist. Achso, das ist der Zeitstrahl, wann was spielt wahrscheinlich, ne? Weil da wird natürlich auch zeitmäßig im hin und her gesprungen. Genau, die Nachfolger oder quasi die neuen Metroid-Titel, die es denn gab. Leider nicht sehr viel. Aber ich glaube, für die Switch ist auch, glaube ich, auch ein neuer Titel angekündigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Super Punch-Out ist auch an mir damals vorbeigegangen. Also man lebt da teilweise echt in so einer, ja, so einer Wissenslücke, sage ich mal. Ne? Ist an mir vorbeigegangen, aber ich habe Punch-Out auf dem NES, habe ich super. Habe ich ausdauernd gespielt, auch wenn es schwer war. Hier habe ich mal reingespielt, habe ich auch einen Test dazu schon gemacht. War eines meiner ersten Tests, die ich jemals gemacht habe. Ganz ehrlich, ich finde den NES-Teil irgendwie schöner. Der spielt sich irgendwie gefühlt wesentlich direkter und responsiver irgendwie. Ich weiß nicht, also vom Spielgefühl her, ich bin kein großer Fan einfach. Hier haben wir natürlich wieder eine Auflistung von den einzelnen Gegnern. Ein paar kleine Tipps. Hier sind sie, glaube ich, jetzt nicht so groß auf das Spiel eingegangen. Und natürlich jetzt mehr auf die Tipps, wie schlage ich die einzelnen Gegner, ich glaube, als ich das getestet habe, ich bin ganz schön, mal gucken, wo ist er gescheitert, bei diesem Kung-Fu-Kämpfer. Ich sehe den gerade nicht. Ah, aber ist auch egal. Wie war es da irgendwo hier vor, weil da braucht man echt sehr, sehr gute Reflexe. Hier das Club Nintendo, das hieß ja bei den Amis an Nintendo Power. Da wurde es natürlich auch gepusht. Das Re-Punch-Out, das soll sehr, sehr gut sein. Das habe ich schon gelesen. Und das habe ich wirklich damals geliebt. Das war super Flash. Also im Gegensatz zu diesen frühen 3D-Ansätzen hat mich das weggehauen. Da gab es auch noch diese tolle Videokassette, die man als Werbung dazugegeben wurde. Ich glaube, die war auch mit in den Club Nintendo Magazinen drin. Hatten aber damals leider keinen Videorekorder. Deswegen konnte ich es mir nicht anschauen. Ach, an der Expose. Ich dachte, da hätte es gerade eine Videokassette in die Hand und das Soundtrack. Sehr schön. Also da sind wirklich einige unvergessbare Titel auf jeden Fall dabei. Die verschiedenen Charaktere natürlich, die Tiere, die euch helfen. Und hier auch hier natürlich wieder die Level-Querschnitte. Also im Prinzip seht ihr, die einzelnen Spiele werden ähnlich präsentiert. Diese hier, wo ich es gerade sehe, diese Lohnlevel, die fand ich immer sehr nervig. War auch nicht so einfach das Spiel, aber war auch nicht so schwer, fand ich. Also man konnte sich einigermaßen gut durchboxen auf jeden Fall. Hier natürlich nur so ein bisschen tolle Facts.
Genau, ich glaube auch, obwohl du mir diesen Exposed so hatten wir, ich glaube Nintendo auch, ich kann mich dunkel erinnern. Natürlich die Legacy, hat sich einiges gegeben. Tropical Freeze finde ich ein bisschen schade, hätte ich mir für die, ich habe ja die Wii U nicht gehabt oder habe ich nicht. Ich hätte es gerne ja für die Switch mir auch geholt, da wurde es ja quasi neu aufgelegt, aber für Vollpreis, Leute. Das ist ein altes Spiel, also das kapiere ich bei Nintendo echt nicht, dass alte Wii U Titel zum Vollpreis nochmal verkauft werden, also tut mir leid. Naja. Kirby's Superstar, ja, da habe ich ehrlich gesagt so gar keine Ahnung. Ich habe also grob Ahnung natürlich, dass man da verschiedene Minispiele, die natürlich ein bisschen mehr als Mini sind, hat. Das sehe ich aber persönlich jetzt auch nicht als so wichtiges Spiel an, aber das schien ja schien ein wichtiges auf jeden Fall in Amerika gewesen zu sein. Hier sieht man die einzelnen Spiele, sind sie glaube ich anscheinend jetzt auch nicht so tief drauf eingegangen. Obwohl Kirby's Dream Land auf den Game Boy und auf den NES fand ich klasse. Da habe ich jetzt auch bei den Switch-Spielen nach dem Kirby-Spiel, das sieht ja alles süß und interessant aus. Ne? Aber auch da, Leute, Vollpreis, 50 Euro oder was das kostet, für, glaube, das Spiel hat man in 4-5 Stunden durch. Da passt bei mir einfach Preis-Leistung nicht. Ne? Also, nee. Keine Ahnung, bin ich nicht so der Fan von. Kirby's Dream Course, also wir sind hier im Kirby-Segment. Ach, das ist diese Golf-Geschichte, ne? Also das ist war ja bei uns jetzt auch nicht sehr groß. Aber ist natürlich schön. Das sieht ja geil aus. Also das Bild sieht echt herrlich aus. Also World Record für Kirby. Und mit herrlich. Ich finde es super, wenn Videospielfans sich zu solchen bekloppten, verrückten Sachen treffen und einfach durchziehen. Scheiß drauf, was die anderen denken. Kirby Star Stacker, erschien das bei uns? Avalanche, das habe ich ja mal getestet, das hieß bei uns, boah, Ghost Trap. Kirby's Ghost Trap, so war das. Es ist mir immer komisch, dass die Spiele dann irgendwie in anderen Regionen anders heißen. Ja, das hat ja so ein Kultstatus mittlerweile. Ist ja bei uns leider nicht erschienen, soll aber sehr, sehr gut sein. Ruft wohl auch mittlerweile sehr gute Preise auf. Ist natürlich ein Rollenspiel, was quasi aber in der Echtzeit spielt. Also in der Neuzeit, in keiner Fantasy-Welt. Also schon ist es natürlich auf seine eigene Weise Fantasy. Aber es hat wirklich, auf Englisch sagt man ein Cult-Following. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Also Leute, die das Spiel wirklich sehr, sehr stark verehren. Also muss das natürlich dann auch hier rein. Ne? Auch hier Speedrunner. Ein paar Details dazu. Wer mitgemacht hat und das wurde für den Advance neu aufgelegt. Weil es ist ja dieses Mother 3. Ne? Aber naja gut. Und ich muss jetzt leider einen kurzen Schnitt machen. Nicht wundern, ich muss nämlich immer so ungefähr alle halbe Stunde einen kleinen Schnitt machen, weil die Kamera nicht länger aufnimmt und dann laber ich hier und dann kommen wir nicht weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? So, Yoshi's Island, das habe ich geliebt und da wurde auch der Super FX-Chip genau richtig eingesetzt. Denn dieser Stil einfach, der ist herrlich. So ein bisschen wie gemalt, Pastelltöne und so weiter. Das hat einen ganz eigenartigen Look und da haben sie auch genau meiner Meinung nach den genau richtigen Weg eingeschlagen. Und zwar einfach, weil sie konnten jetzt einfach nicht in Super Mario World 2 ganz normal machen, wo sie im Prinzip dasselbe nur irgendwie, keine Ahnung, noch ein, zwei Items dazu machen. Das war genau richtig, dass sie das so angegangen haben. Das spielt sich ja ganz anders, also man spielt ja nicht Mario, sondern Yoshi, der natürlich damals auch sehr, ja, sehr gehypt war und gab es natürlich viele Fans. Und die sieht einfach so bunt aus. Dieser ganze Stil dieses Levels, da wurde dieser Super FX-Chip mal richtig, richtig gut eingesetzt. Es ist für mich eins der schönsten Super Nintendo-Spiele, die es gibt. Und auch vom Spieldesign her spielt sie es mal angenehm anders als die Standard-Marios. Also für mich ist der Titel besser als der erste. Ist natürlich Geschmackssache, manche sagen es andersrum, aber für mich ist es absolut. Auch hier wieder die Tipps und Tricks-Ecke, an das Bild kann ich mich auch dran erinnern. Ich glaube, das war auch irgendwo im Club Nintendo Magazin. Hier natürlich die verschiedenen Yoshi-Teile.
da finde ich schade, dass, obwohl ich glaube, das wird für die Switch wieder aufgelegt, oder? Auf jeden Fall wurde jetzt auch ein neues Yoshi-Titel für die Switch angekündigt. Finde ich sehr schön, finde ich sehr schön. Vor allem, dass sie jetzt diese wirklich wie, ja, Super Mario World 2 in diese sehr stilsichere Ecke gehen und auf einen ganz einzigartigen Look setzen. Ne? So, dann sind wir, glaube ich, mit den Spielen durch. Jetzt kommen wir hier zu den einzelnen Fans. Fanarts, die es gibt, das sieht natürlich echt herrlich aus. Auch das, finde ich, sieht schön aus. Also da kann man so ein bisschen so, was Fans kreiert haben, sich anschauen. Das sieht echt cool aus. Aus verschiedenen Ländern. Da sieht man auch so die verschiedenen Stile, ne? Bisschen Cosplay ist auch noch mit drin. Das hier finde ich ja immer klasse, ne? Also hier das mit den Rahmen und dass das ja pro Layer quasi, also Ebene pro Ebene hochgemacht wird, dass das so dieser 3D-Effekt ist, finde ich klasse. Ich habe auch schon mal geguckt, die Dinger sind natürlich verdammt teuer, logischerweise, weil sie natürlich auch viel, viel Arbeit machen, aber sieht schon echt klasse aus. Und leider, ich bin selber basteln, bin ich leider nicht so der King, von daher fällt das bei mir immer raus. Das Prinzip ist so der Abschluss. Ich blätter jetzt mal nur noch so grob durch. Ist natürlich schöne Sachen dabei. Aber im Prinzip, Metroid Metal gibt's, das wusste ich auch noch nicht. Sehr schön. Schmuck, was es alles gibt. Das finde ich aber schön, dass wirklich auch so ein paar Fans beispielhaft mit ihren Kreationen da eingebaut wurden. Finde ich sehr schön. Und ja, das war das Buch. Ich hoffe, euch hat dieses Format, dieser Ansatz mal gefreut. Also ich finde das Buch echt nicht, bin ja in die Kamera gekommen. Ich finde das Buch echt nicht verkehrt und für 17 Euro, dafür, dass man wirklich sowas hat, man kann drin rumblättern, man kann an den Bildern so etwas schweifen. Und also im Englischen gibt's so den schönen Titel oder den Begriff Coffee Table Book. Das heißt, was man so schön auf dem irgendwo hinlegt und dann Gäste können sich schnappen, mal ein bisschen rumblättern oder man selber. Was einfach so angenehm mal anzuschauen ist, zu lesen so gesehen, gibt es ja eh nicht so viel. Finde ich herrlich, finde ich ein schönes Buch für das Geld. Auf jeden Fall, ich will jetzt nicht Werbung für das Buch machen. Ich wollte es euch nur zeigen, falls euch mal interessiert, ob ihr euch das kaufen sollt oder nicht. Also, danke, dass ihr mal diesmal reingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.